Das Jahr 2022. Es war ein ereignisreiches Jahr für uns. Es war das Jahr, in dem wir von Südschweden aus in ein Tal in den Bergen nach Norwegen auswanderten. Doch nach Norwegen ging es erst im Mai, obwohl wir den Hof bereits gekauft hatten. Der Grund, es gab eine Frist, in der Verwandte des Verkäufers noch Einspruch erheben konnten. Und die mussten wir abwarten, bevor dieser wundervolle Hof tatsächlich uns gehörte. Also hatten wir den Winter und Frühling 2022 noch in Schweden. Ich habe unseren Gemüseacker mit Pferdemist und Asche aus unseren Höfen auf die Saison vorbereitet, nur für den Fall, dass es in Norwegen vielleicht doch nicht klappen könnte. Ich habe mich also auch um Holz für die Öfen gekümmert und uns Essen aus unseren Selbstversorgervorräten gezaubert. Außerdem habe ich natürlich die Pferde versorgt und mich um meine Kunst- und Schmuckherstellung gekümmert. Und wir haben gewartet darauf, ob nun die Selbstversorgung 2022 in Schweden oder in Norwegen beginnen sollte. Das Problem, am 3. Juli sollte erst der Hof ganz uns gehören. Doch eine Selbstversorgersaison beginnt im Norden, also in Schweden und in Norwegen, ungefähr Anfang Juni. Vorziehen tut man allerdings sogar schon früher. Ich wusste also, dass es in diesem Jahr schwierig werden würde mit der Selbstversorgung. Mitte Mai haben wir dann einfach die Entscheidung getroffen, das wird was in Norwegen und wir beginnen die Selbstversorgung in Norwegen. Ich habe mich von den Ponys verabschiedet und wir haben gepackt und dann hat mein Mann mich nach Norwegen gebracht. Nach Norwegen in unser neues Zuhause, hoffentlich. Andreas blieb 2 Wochen und fuhr dann zurück nach Schweden, denn einer muss ja Geld verdienen, ohne geht es nicht. Und auf die Pferde aufpassen musste ja auch irgendjemand. Und ich habe auf dem Hof losgelegt. Liebe Leute aus dem Tal haben uns 2 Äcker gepflügt, einen Gemüseacker und einen Kartoffelacker. Und dann habe ich geackert, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Traktor und andere Gerätschaften hatten wir auf diesem Hof noch nicht und haben wir auch tatsächlich immer noch nicht. Meine Priorität waren die Kartoffeln. Auf dem neuen Acker musste ich Soden und Steine absammeln. Dann die Reihen ziehen und die Kartoffeln setzen. 18 Reihen, alles per Hand. Und dann noch einmal Soden und Steine absammeln auf dem Gemüseacker. In 5 Wochen habe ich alles für eine Selbstversorgung vorbereitet.
Die Kartoffeln waren tatsächlich dann rechtzeitig in die Erde gekommen. Mit dem Gemüse sah das schon ganz anders aus. Eigentlich war es schon viel zu spät. Doch ich dachte mir, wenn das Wetter mitspielt, dann würde das vielleicht doch noch etwas werden und ich könnte zumindest ein bisschen was ernten. Es war harte Arbeit und alles wuchs tatsächlich auch ganz gut los. Doch dann kam der Sommer, der gar keiner war. Der Sommer, in dem es nur 10 Grad war und es hat geregnet. Die ganze Zeit. Alles Gemüse, das gerade die Köpfe rausstreckte, hielt im Wachstum inne. Im Prinzip war es ein totaler Ernteausfall, was das Gemüse anging. Und wie das mit den Kartoffeln werden würde, ja, das wusste ich noch nicht. Während dieser ganzen arbeitsreichen Zeit schlug ich mich dann auch noch mit anderen Problemen auf dem Hof rum. Es gab einen Wasserschaden im Bad in der Wand. Ich musste das Wasser abstellen und dann Wasser schleppen. Ich musste alles per Hand machen. Ich musste das Wasser auf dem Herd aufwärmen, dann per Hand meine Wäsche waschen, abwaschen mit dem heißgemachten Wasser und ich musste auch mich und meine Haare kompliziert mit diesem aufgewärmten Wasser waschen. Und als ich dann endlich wieder Wasser hatte, wurde ich krank. Ich wusste nicht genau, vielleicht Borreliose, denn ich hatte mir bei dem ganzen Gewühle im Gestrüpp schon 10 bis 15 Zecken abgepflückt. Nein, es war keine Borreliose, es war eine Campylobacter-Infektion. Und zwar war der Brunnen verseucht. Und der Grund, es hatte so viel geregnet, dass das Oberflächenwasser und auch ein Teil des Baches in den Brunnen reinfloss und oberhalb gingen Kühe. Tja, und dadurch gab es dann eine Fäkalienverschmutzung. Eine Sanierung des Brunnens machte wenig Sinn, denn das konnte immer wieder passieren. Es regnet hier sehr, sehr viel. Das regnet, das hat die ganze Nacht geregnet und ich habe Odin eine Regenjacke gekauft. Also habe ich irgendwann eine Brunnenbohrung machen lassen, doch das war dann erst im Herbst. Bis dahin musste ich sämtliches Wasser abkochen, alles was ich für das Kochen, also fürs Essen brauchte und auch zum Zähneputzen. Es war ziemlich anstrengend, aber es hat funktioniert und jetzt habe ich mit der neuen Brunnenbohrung schönes, klares, sauberes, frisches Wasser. Zwischendurch bekam ich Besuch von meiner Familie, von meinem Bruder mit Familie und meiner Mutter. Ich habe mir ein wenig Freizeit gegönnt und wir waren viel auf dem See fischen und in den Bergen die Natur genießen.
Ganz ohne Arbeit ging es natürlich nicht, denn ich musste anfangen, den Kartoffelacker per Hand zu häufeln. 18 Reihen. Und dann bekam ich wieder Besuch. Von meiner Freundin Anja und ihrem Mann. Wir haben ein paar sehr schöne Tage in der norwegischen Natur verbracht. Anja filmt genauso gerne wie ich. Und außerdem erkannten sie das Problem im Gemüsegarten. Ein größeres Gewächshaus muss her. Und sie stellten mir innerhalb von 2 Tagen ein Grundgerüst auf. So wundervolle Menschen. Vielen Dank für einen unvergesslichen Urlaub und tatkräftige Mithilfe. Und dann rief mein Mann an, meine Stute Mini wäre weg. Und kurz darauf bekam ich folgendes Foto. Mit dem Text dazu, ich habe 2 gefunden. Mini war abgehauen, um in Ruhe ihr Fohlen zu gebären. Mein Mann taufte den kleinen Mikro. Er wog nur 9 Kilo. Das ist ein doppeltes Baby. Doch dann das nächste Problem. Mikro bekam die Fohlenkrankheit und musste in die Klinik. Würde Mikro es schaffen? Kosten des Klinikaufenthalts 5.000 Euro. Würde die Versicherung das übernehmen? Mikro schaffte es tatsächlich und mein Mann hatte alle Hände voll damit zu tun, ihn zu pflegen und zu füttern, bis Mini das dann endlich selber übernahm. Und irgendwann zahlte auch die Versicherung zumindest 4.000 Euro. Und Mikro wurde schnell stärker. Und wie sah es in Norwegen aus? Alles kam ein wenig in Gange, denn es hatte ein paar warme Tage gegeben. Doch dann wieder 10 Grad und Regen. Zumindest ein paar Beeren konnte ich ernten. Da alles sowieso nicht richtig wuchs und die Ernte sowieso verloren war und meinem Mann die Zeit fehlte, Mikro zu trainieren, eingefangen zu werden, bin ich nochmal im August für ungefähr 5 Wochen zurück nach Schweden gegangen. Mikro musste nämlich gechippt werden und ebenfalls einen Pass bekommen, denn sonst könnte er später nicht mit nach Norwegen reisen. Und wo ich schon mal da war, machte ich auch die Hufe der Pferde und half beim Packen. Während ich in Schweden war, bekamen wir dann noch Familienzuwachs. Odin. Odin war da ein 8 Monate alter Rhodesian Ridgeback-Rüde, der ein neues Zuhause suchte und es bei uns bekam. Nun reiste er mit mir zusammen zurück nach Norwegen. Andreas brachte uns, blieb noch eine Weile und dann fuhr er zurück nach Schweden, um zu arbeiten. Und ich machte in Norwegen weiter. Denn ich musste ja alles für die Ankunft der Pferde vorbereiten. Und die Kartoffeln mussten rein und wir brauchten auch Fisch für den Winter. Ich bin fertig mit dem Auslauf im Anschluss an den Stall da hinten und mit einer anschließenden Weide. Vielleicht bin ich ein bisschen schnell gedreht. Die geht dann ganz unten bis an die Straße. Ich habe dann die ganzen 18 Reihen Kartoffeln wieder per Hand geerntet. Es wurden 270 Kilo Kartoffeln. Kartoffeln hätten wir jetzt also genug. Die Gemüseausbeute sah mehr als schlecht aus. Ein bisschen Salat, Gurken, ein paar Bohnen, ein paar Zucchini und ein paar Rüben. Das war alles. Für ein paar Mahlzeiten hat es gereicht.
Zum Glück hatte ich allerdings vom Vorjahr noch richtig viel Gemüse in der Gefriertruhe, sodass ich nicht allzu viel dazu kaufen musste. Und wir haben natürlich auch noch Fisch für die Selbstversorgung hier auf dem Hof in Norwegen. Zusammen mit Leif und Magna aus dem Tal legte ich Netze aus. Viele Netze. Viele Netze an vielen Tagen, um genug Fisch für den ganzen Winter zu fangen. Die Selbstversorgung mit Fisch war gesichert. Und Fleisch gab es auch, denn wir haben Jagdrecht auf dem Hof. Wir selber jagen zwar nicht, aber wir bekommen dann Geld und können uns einen Hirsch aus dem Tal hier kaufen. Verhungern würden wir also nicht, denn Fisch und Fleisch gab es nun genug und Kartoffeln ebenfalls. Und Gemüse aus dem Vorjahr. Und was ist mit Odin? Ja, für ihn habe ich auch gesorgt. Fisch- und Hirschabfälle und Knochen. Ein glücklicher und echt verwöhnter Hund. Ich bin Autorin und Künstlerin und trotz der vielen Arbeit auf dem Hof habe ich noch ein bisschen was geschafft. Ich habe einen Gartenwochenkalender herausgegeben. Es ist im Prinzip ein ganz normaler Wochenkalender mit einer Woche auf zwei Seiten, aber zusätzlich mit Platz für Gartenplanung, mit Saatkalender, Saatgutinfo, Saisonkalender und jede Menge Platz für Gartennotizen. Alle Zeichnungen sind natürlich von mir und das Design auch. Dazu passend habe ich ein Notizbuch herausgegeben, natürlich auch von mir designt und gezeichnet. Und außerdem ein Tagebuch mit einem hübschen Mandala-Elch drauf, den ich natürlich auch selbst gemalt habe. Ich habe nach viel Arbeit im Vorjahr dieses Jahr 2022 mein Buch Gesund Leben querbeet herausgebracht. Es geht darum, wie ich ein gesundes Leben im Alltag umsetze. Und ich habe zu Weihnachten eine kleine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Sie heißt, wenn Freundlichkeit sich auszahlt. Außerdem habe ich meinen neuen YouTube-Kanal Weg ins Glück geplant, der seit Anfang 2023 läuft. Schaut doch mal rein. Dieser Kanal hier, Autark Woman, einfaches Leben, wird natürlich trotzdem weiterlaufen. Wie immer gewohnt mit vielen schönen Landschaftsbildern und mit meinem Leben hier auf unserem Hof in Norwegen. Und dann war es endlich soweit, die Pferde konnten kommen. Nach vielen Problemen und nach viel Papierkram, was hier zu weit führt, war es endlich soweit. Ihr könnt, wenn ihr das genauer wissen wollt, gerne mein Video schauen, Auswandern mit Hund und Pferd. Andreas war ein paar Mal zwischendurch da, meistens aber nur 2 bis 3 Tage. Zur Wintersonnenwende kam er dann für etwas länger und wir hatten endlich etwas Zeit für uns. Eine Zeit, die wir sehr genossen haben, auch mit gutem Selbstversorgeressen. Und wir hoffen sehr, nun wo er den Hof in Schweden abwickelt, dass er bald mehr Zeit finden wird und regelmäßig herkommen kann.
denn Andreas liebt seinen Job in Schweden als Bergungsfahrer sehr und hat entschieden, erst einmal zu pendeln. Was die Zukunft ergeben wird, werden wir sehen. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf mehr Abenteuer auf unserem neuen alten Hof am See in den Bergen Norwegens.